Die Liebe sucht Rosen und die Eifersucht, die findet Dornen. Und mit diesem ganz kurzen Zitat aus Das Wolkenschloss von Kerstin Gier gibt es jetzt meinen Lesemonat Februar. Viel Spaß! Hi meine Lieben, ich freue mich sehr hier zu sitzen. Ich bin ein bisschen aufgekratzt, die Sonne scheint. Ich habe die Softbox jetzt nicht rausgestellt und hoffe, dass ihr mich gut sehen könnt. Ich habe lange nicht mehr gedreht und heute ist ein Tag, wo ich mich einfach freue, weil ich einigermaßen schmerzfrei aufgestanden bin und da richtig Lust hatte, das auszunutzen. Ich werde gleich auch noch eine Runde spazieren gehen. Und ja, aber darum soll es heute nicht gehen. Es soll heute um meinen Lesemonat gehen. Und zwar Lesemonat Februar, der mir sehr viel Spaß gemacht hat und wo ich jede Lesestunde genossen habe. Und back to the roots, nein, ich habe keine Zeitreise gemacht, aber wir verkaufen gerade das neue Bett aus verschiedenen Gründen und oder haben es schon verkauft und warten jetzt aufs neue. Und deshalb, ja, ist es so ein bisschen, als wären wir hier gerade wieder eingezogen, aber ich muss sagen, ich finde es gemütlich und ja. Wie geht's euch? Wie war euer Monat Februar? Ist irgendwas passiert? Habt ihr tolle Bücher gelesen? Natürlich immer wieder her damit in den Kommentaren. Und was mir am meisten Spaß gemacht hat diesen Monat, war einfach mit euch zu lesen. Ich habe mit einer ganz lieben Zuschauerin gelesen, mit der lieben Karin. Dazu komme ich gleich nochmal. Schöne Grüße an dich. Ich habe mit Dirk wieder ein tolles Buch gelesen. Ich durfte mit Kali und Sarah lesen. Also die Leserunden diesen Monat haben mir so viel Spaß gemacht. Was war ein toller Austausch. Und jetzt legen wir mal mit den Büchern los. Ich werde hier mal die Seitenzahl einblenden, die ich insgesamt in dem Monat gelesen habe. Und hier mal, was ich dann im Durchschnitt pro Tag gelesen habe, weil das finde ich auch immer ganz interessant bei anderen und wollte das mal mit einbringen. Da klingelt's. Ich musste, aber ich freue mich gerade so, Leute. Ich habe einen Mega-Mixer bei eBay Kleinanzeigen. Ich bin ein Fan von eBay Kleinanzeigen. Nicht nur, weil es nachhaltig ist, sondern weil man da echt gute Schnäppchen machen kann. Wurde mir sogar netterweise vorbeigebracht. Ich freue mich so. Das heißt Smoothies und ganz viele kalte Suppen machen, damit ich wieder ein bisschen entgiften kann, weil das ist ja auch wichtig, wenn es einem nicht so gut geht. Und generell, wow, was ist das für ein chaotisches Video? Interessiert euch wahrscheinlich alles. Ich habe im Monat Februar von Kerstin Gier das Wolkenschloss gelesen. Ich habe es bei dem Kanal A Court of Wanted Book. Schöne Grüße an dich. Auch bei der lieben Sarah habe ich es gewonnen. Und mich sehr gefreut. Ich wollte das Buch immer lesen. Wir haben so viel von geschwärmt. Auch Sarah von The Sarah Story hat gesagt, das ist ein ganz tolles Buch. Und ich habe ewig nichts von Kerstin Gier gelesen und es hat mir solchen Spaß gemacht. Es ist ein absolutes Wohlfühlbuch, das muss man sagen. Ja, wir bekommen hier auch diese schöne Illustration. Wir bekommen hier, warum sage ich eigentlich immer, wir bekommen? Nein, wir gehen hier auf eine Reise durch das Wolkenschloss. Und das Wolkenschloss beherbergt ganz tolle, interessante, charmante, skurrile Figuren. Also wie ich sie nicht mehr hätte besser ausmalen und ausdenken können. Wir begleiten hier die junge Fanny Funke, eine 18-jährige Praktikantin des Hotels, und Fanny Funke ist mir so sympathisch. Ich würde sie gerne treffen und mit ihr einen Kaffee trinken. Fanny Funke ist ein Mensch und ein Mädchen. Wenn es Probleme gibt, dann packt ihr die bei den Eiern, um das jetzt mal so unverblümt auszudrücken, und nimmt das Leben einfach mit der nötigen Prise Humor. Ich hätte mir gewünscht, dass ich in jungen Jahren auch schon so drauf gewesen wäre. Denn sie nimmt das Leben an den richtigen Stellen ernst, Und an denen, wo es nicht nötig ist, einfach mit Humor. Und das ist ganz toll. Und es hat großen Spaß gemacht, sie hier durch diese Geschichte begleiten zu dürfen. Fanny Funke ist eigentlich auch ein Mädchen für alles. Sie begleitet die Kinder, wo auch ein sehr lustiger Junge auftaucht, Don Burkhardt, der eigentlich jede Person... Ja, ich will den Witz nicht rausnehmen, aber Don Burkhardt ist ein Kind oder ein Erwachsener gefangen in dem Körper eines Kindes, wie ich finde, was auch so skurril ist und so viel Spaß macht, dabei einfach dabei zu sein, wie sie diese Kinder betreut, aber auch da ist sie mit ganz viel Herz dabei. Sie begleitet Monsieur Rocher, der ist die gute Seele des Hotels, wie man sie vielleicht schon aus dem einen oder anderen Film kennt oder vielleicht sogar im wahren Leben, wenn man das Glück hatte. Ein Mensch, der für das Hotel lebt, der für die Leute in diesem Hotel lebt und der eigentlich immer einen tollen Ratschlag auf den Lippen hat und einfach ein ganz großes Herz. Und Monsieur Rocher ist einfach für jeden Gast da und lebt für das Hotel, so wie viele Angestellten dort. Wir bekommen hier Pavel vorgestellt, der in der Wäsche, schwieriges Wort für mich und meinen Sprachfehler, der in der Wäschekammer arbeitet und immer
Was sind das für Lieder? Klassiker singen, so ganz alte Lieder, der den Text nicht kennt. Damit konnte ich mich sehr gut identifizieren. Und ja, wir begleiten einfach Fanny auf ihrer Arbeit und es macht so viel Spaß und es ist so skurril, es ist so witzig. Ich hätte nie gedacht, dass mich dieses Buch so fesseln kann. Und es spielt im Winter und natürlich, wenn man sich dieses große Hotel vorstellt, eingeschneit im Sturm und hat das schon was ganz Schönes. Und ich bin nicht so die Jahreszeitenleserin, ich bin aber sehr froh, dass ich es im Winter begonnen habe, wo es auch sogar draußen noch sehr kalt war und teilweise bei uns ein bisschen geschneit hat. Ja, und was mir in diesem Buch so gefällt, ist es, dass es nicht nur witzig ist, sondern es bietet auch einiges an Spannung. Denn das Hotel, wie es mit leider so vielen alten, guten Schätzen ist, verfällt langsam und ja, man weiß nicht so ganz, soll man es verkaufen? Die beiden Chefs, Roman und Redford, glaube ich, Zwillinge, der eine, ja, so ein bisschen böse, möchte das gerne verkaufen, möchte Geld machen. Der andere sagt, nein, das können wir nicht machen, das ist ein Erbe, das hat Herz, das hat Seele, dieses Hotel, ich kann mich nicht davon lösen. Und natürlich fiebert man dann als Leser mit, was passiert mit dem Hotel, wird es vielleicht gerettet? Nebenbei gibt es noch einen Kriminalfall, es passieren komische Dinge, Dinge verschwinden. Dann gibt es obendrauf noch eine Liebesgeschichte natürlich, weil Fanny lernt einen Schönling kennen, Tristan, der wirklich viel Charme hat, und Ben, den Sohn des Hoteliers, der seine Ferien dort verbringt und eigentlich auch immer alles im Hotel machen kann, weil er schon seit Jahren sich da durcharbeitet und das auch gerne macht. Und Ben ist sehr charmant auf eine etwas andere Weise als Tristan. Und ja, für wen sich Fanny entscheidet, ob es ein Happy End gibt und was es mit diesen ominösen Zwischenfällen im Hotel hat, das möchte ich natürlich nicht verraten, aber so viel sei gesagt, es ist ein absolutes Wohlfühlbuch, es ist lustig, es hat ganz viel Charme und ich liebe es. Ja, ich liebe es so sehr, dass ich direkt, ja, jetzt nicht vielleicht nächsten Monat, aber auf jeden Fall sehr bald noch ein Buch von Kerstin Gier lesen möchte und ich finde, Kerstin Gier schreibt wunderbar und auch wunderbar komisch. Ja, und ich habe aus Das Wolkenschloss ja ein kleines Zitat genannt, was auch von Monsieur Rocher, glaube ich, war, der einfach immer ganz viel Weisheiten kundgetan hat, wo ich dachte, also wenn ich mal Liebeskummer habe, wenn ich mal nicht weiter weiß im Leben, möchte ich ein Monsieur Rocher haben und ja, eine Tasse Kakao mit ihm trinken und mich bei ihm ausweinen oder einfach nur mit ihm ein bisschen schnacken, ja. Harry, nochmal schöne Grüße an dich an dieser Stelle. Ich habe das Buch mit einer Zuschauerin gelesen. Es hat mir viel, viel Spaß bereitet, es mit dir zu lesen. Gerne nochmal wieder. Und ich weiß, dass ihr es auch sehr gut gefallen hat. Also danke fürs Mitnehmen durch diese Geschichte. Es hat mich so ein bisschen an den Film Hotel Grand Budapest, nein, Moment, Grand Budapest Hotel erinnert, mit Ralph Fiennes, den ich liebe, nicht nur, weil er der Vater von Hero Fiennes ist, der den Harlan Scott spielt in After, nein, ein ganz, ganz toller Film und da gibt es auch so die ein oder andere skurrile und sehr herzliche Figur und er spielt auch einen Mann, der für sein Hotel lebt und für seine Gäste alles tut und wenn ihr den Film nicht kennt, ich kann euch den wirklich ans Herz legen, besonders wenn euch Wolkenschloss gefallen hat. Ich habe mich so auf den neuen Read gefreut. Ich habe von Ian Reid Enemy gelesen, mit Sarah von The Sarah Story, mit Carly von Carly's Books. Ich habe das erste Mal mit Carly zusammen gelesen, was mich super doll gefreut hat. Und mit Elke von Bücherengel. Alle Kanäle sind unten verlinkt. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr die Damen und die tollen Booktuber noch nicht kennt, bitte, bitte schaut vorbei. Es lohnt sich und ja, würdet ihr mir einen großen Gefallen tun. Die Sarah hat mich netterweise erinnert. Mensch, Sarah, wir wollten doch Ian Reid The Enemy lesen, weil uns die Ending so super gut gefallen hat. Und es war sein Debütroman. Und irgendwie habe ich es gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Deshalb danke, Sarah, dass du mich erinnert hast. Auch danke, dass du gewartet hast. Es hat mir so viel Spaß gemacht, mich mit euch über dieses tolle Werk auszutauschen. Ich fange mal an mit, was mir bei The Ending so gut gefallen hat, um mal eine Überleitung zu schaffen und zu erklären, warum ich unbedingt das nächste Werk lesen musste. The Ending war raffiniert geschrieben, war mysteriös, man wusste nicht, wo geht die Reise hin und ging aber eher so in die Richtung Horror, Grusel. Man hatte auf jeden Fall ein sehr beklemmendes Gefühl während des Lesens. Und das hier habe ich bei diesem Buch erwartet und auch bekommen. Wenn auch ein bisschen anders. Denn es ist eine leichte Science-Fiction-Geschichte, wo man wieder nicht so viel verraten kann, weil dann würde man den Zauber schon wieder wegnehmen, leider. Man sieht hier ein Maisfeld und hier oben, ne, so eine Art, ja, sind es Sterne? Eine Galaxie? Ich weiß es nicht. Und
Ich wusste gar nichts über die Geschichte. Sie beginnt damit, dass ein Pärchen sich auf einer einsamen Farm befindet, weil sie dort seit Jahren leben. Und eines Nachts kommt ein Auto angefahren. Und beide reagieren schon komisch und sagen, Mensch, wir bekommen nie Besuch. Wer kommt uns denn hier zu so später Stunde besuchen? Und direkt habe ich wieder dieses beklemmende Gefühl gefühlt. Ich hatte nicht so viel Angst wie bei The Ending, aber ich wusste die ganze Zeit, da kommt was nicht so Gutes auf einen zu. Und die beiden Protagonisten haben sich so schräg benommen, zueinander wie auch der Situation gegenüber. Das Ganze war erstmal so ein bisschen schwer zu ertragen. Ich muss auch sagen, das Buch hatte so die ein oder andere Länge. Und da hat mir aber auch die Leserunde unwahrscheinlich bei geholfen, weil wir schon so angefangen haben, so kleine Theorien zu entwickeln und mitzuraten, was könnte dahinter stecken. Worum geht es ja eigentlich grob in der Geschichte? Und ich möchte jetzt gar nicht mehr zum Inhalt sagen, einfach sei so viel gesagt. Es kam nicht an The Ending ran, wirklich nicht. Aber ich habe wieder dieses Miträtseln sehr genossen, dass ich nicht wusste, wohin geht die Reise. Ich mochte dieses beklemmende Gefühl sehr gerne und dieses... Es steckte auch das ein oder andere Zitat drin, was ich wieder ganz toll fand und was auch mich wieder zum Nachdenken hat, was mich auch wieder zum Nachdenken angeregt hat, so rum. Und ja, wenn ihr The Ending mochtet oder wenn ihr gerne Bücher mögt, wo ihr so ein bisschen nicht wisst, wo geht die Reise hin, was ein bisschen mysteriös ist, dann ist Enemy auf jeden Fall was für euch. Soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster. Ich muss auch sagen, das Ende hat man an manch oder anderen Stelle... hat jemand auf jeden Fall kommen gesehen bei uns in der Runde. Das fand ich aber gar nicht schlimm. Es ist auch so eingetroffen, aber es gab Gott sei Dank noch so den ein oder anderen Twist mehr, der das Ganze für mich dann wieder spannend und rund gemacht hat. Und mit dem Ende war ich dann doch sehr zufrieden. Und deshalb freue ich mich jetzt schon auf den nächsten Read und den werde ich auch wieder sofort lesen. Er hat einfach einen ganz besonderen Schreibstil. Da muss man sich auch erstmal, glaube ich, dran gewöhnen. Ein bisschen nüchtern, sehr, wie soll ich das erklären? Kapitel sind sehr kurz und manchmal sehr einfach und trotzdem steckt da so viel drin und so viel zum drüber nachdenken und das macht es für mich besonders, diese Mischung und ja, das zu Enemy. Ich habe das Gefühl, ich rede wieder sehr lange, wahrscheinlich weil ich euch so vermisst habe und weil ich so tolle Lesestunden diesen Monat hatte. Jetzt kommen wir zu einem Buch, was ich mit dem lieben Dirk gelesen habe, B.A. Paris. Ich habe mich so auf dieses Buch gefreut, weil ich Saving Grace gehört habe und total gefeiert habe. Und sie musste sterben und du bist schuld. Die Geschichte handelt von Cass. Cass, das darf ich verraten, steht auch hinten drauf, fährt an einem regnerischen Abend oder vielleicht sogar nachts war es, glaube ich, an einer einsamen Landstraße vorbei, sieht eine Frau im Wagen sitzen und hält aber nicht an, also hilft ihr nicht. Am nächsten Tag erfährt Cass, dass die Frau gestorben ist. Und dann geht eigentlich ein kleines Katz-und-Maus-Spiel los. Cass hat noch damit zu kämpfen, dass ihre Mutter sehr früh an Demenz erkrankt ist, ganz schrecklich. Also sie war wirklich sehr jung und Cass hat die Angst in sich, dass es auch bei ihr losgeht. Und das kommt auch an der einen oder anderen Stelle so vor. Du weißt als Leser nicht, ob es so ist oder nicht oder ob Cass einfach sehr vergesslich ist, weil wir alle kennen das mal, dass man mal eine Tasche liegen lässt oder mal einen Schlüssel falsch ins Schloss steckt und dann denkt man, kommt die Tür nicht rein. Oder wenn ich eine Autofahrerin wäre, ich würde mein Auto definitiv auch auf dem Parkdeck nicht finden. Ja, und dann geht das Ganze so los. Cass bekommt natürlich Angst, als sie das erfährt, kriegt Schuldgefühle und ist sich einfach sicher, sie hätte helfen können. Und dann bekommt sie noch ominöse Anrufe. Sie vermutet, der Mörder steckt dahinter. Ob es so ist oder nicht, möchte ich natürlich und kann ich nicht verraten. Und das Ganze steigert natürlich auch nochmal ihre Angst. Sie möchte sich keinem öffnen. Das kann ich auch sagen, was ich sehr schwierig finde. Weil wenn ich das Gefühl habe, ich habe einen Fehler gemacht, ich bin eh ein Mensch, der sehr viel nach außen trägt. Und bei Menschen, die ich liebe, wie bei meinem Freund und meinen besten Freunden sowieso, da bin ich einfach, da habe ich das Herz auf der Zunge. Weil wofür leben wir, wenn wir uns nicht anvertrauen können, wenn wir auch mal Schwächen zugeben können. Und das macht sie nicht. Sie erzählt keinem davon. Sie erzählt nur, okay, sie hat sie sogar gekannt. Doch mehr nicht. Und sie verhält sich schon an der manchen anderen Stelle nicht nachvollziehbar. Ich wollte sie schütteln und sagen, Mensch, warum vertraust du dich denn kein an? Wenn du so darunter leidest, sprich mit jemandem. Und da war ihr Mann ja auch sehr an der Seite. Sie haben eine gute Ehe. Und trotzdem öffnet sie sich nicht. Und das ist Dirk und mir, glaube ich, ganz schön auf den Sack gegangen, wenn man das mal so sagen darf. Und so, ich glaube, ich habe genug gesagt. Ich habe nicht gespoilert, weil da passiert noch so viel mehr. Wir wissen nur, okay, die Frau ist gestorben, ob da ein Mörder hintersteckt, ob sie demenzkrank ist, was vielleicht da noch Komisches passiert.
Es bietet einfach ganz viel zum Miträtseln. Und das liebe ich an Büchern. Ich liebe das, wenn man einen Fall präsentiert bekommt und eigentlich nicht weiß, wer ist hier schuldig, wer ist unschuldig, was geht da genau vor sich. Und Dirk und ich haben die wildesten Theorien gesponnen. Ich muss sagen, ich hatte mit meiner ersten Theorie recht. Also sie hat sich genauso bestätigt. Und das fand ich aber gar nicht schlimm, weil ich zwischendrin auch immer wieder dachte, oh, doch nicht. Und ja, ich verstehe aber auch, da muss ich mal eine Warnung aussprechen, für Leute, die vielleicht selber mit so einer Krankheit zu kämpfen haben, ist das, glaube ich, nicht einfach, oder die das in der Familie haben. Ich glaube, da kommt noch mal einiges hoch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass vielen das Verhalten der Protagonistin Cass nicht zusagt und ganz schön auf die Nerven geht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das Buch für manche so ein paar Längen hat. Weil es passiert vieles gleich. Also man hat das Gefühl schon, man begleitet sie sehr durch ihren Alltag und es wiederholt sich einiges. Das fand ich aber gar nicht so schlimm, weil ich die ganze Zeit im Kopf mitgerätselt habe. Also, B.L. Paris, schaut euch das nochmal genau an. Es steht ja schon einiges auf dem Klappentext, viel mehr habe ich jetzt gar nicht verraten. Aber wenn ihr miträtseln mögt, wenn ihr einen soliden, guten Thriller sucht, mit einem Plot-Twist, den man vielleicht, ja, vielleicht kommt es vielleicht aber auch nicht, das weiß ich nicht. Also ich finde, so durchsichtig war es jetzt gar nicht. Ich hatte auch an der einen oder anderen Stelle mal das Gefühl, ich hätte das Buch schon mal gelesen. Was aber eigentlich nicht sein kann, weil es ist doch erst jetzt vor kurzem erschienen. War es vielleicht als Hörbuch schon mal draußen, vor 2 Jahren oder so? Ja, weil ich weiß nicht, so manche Sachen kamen mir sehr bekannt vor. Ich muss auch sagen, dass mir ihr Verhalten zum Schluss, ich fand es spannend, aber es hat für mich so gar nicht zu ihrem vorigen Verhalten gepasst. Also jemand, der so und so sich durch das ganze Buch benimmt und dann so radikal anders handelt. Und ihr merkt schon, ich bin zwiegespalten. Wenn ihr das Buch gelesen habt, bitte, bitte tauscht euch mit mir aus in den Kommentaren. Gerne auch per Mail, damit wir keinen spoilern. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel verraten. Ich muss mal gucken, ob ich es ein bisschen schneide. Aber ich würde auch wieder ein Buch von B.A. Paris lesen. Saving Grace hat mir auch gut gefallen. Ich würde beide ungefähr gleich sehen, ja. Geschmackssache, Leute. Es ist Geschmackssache. Ein Buch, was ich im letzten Lesemonat tatsächlich vergessen habe. Chaosmädchen. Ich sag's immer wieder, Chaosmädchen ist die Duftapotheke von Anna Ruhe. Da gibt es bald auch ein tolles Special zu. Also haltet mal die Augen offen hier auf den Kanal. Da freue ich mich sehr drauf und bin jetzt schon nervös wie ein Flitzebogen. Ich habe den ersten Band gelesen mit Ben von Ben Millennium, mit Elke von Bücher Engel und Jenny von Jennys Lesestoff. Ihr merkt schon, es ist ein Monat der Leserunden. Ich liebe es. Und habe den zweiten Teil jetzt hier. Ich sag mal ganz kurz, worum es geht. Die Duftapotheke ist ein Kinderbuch, was aber auf jeden Fall auch Erwachsenenspaß macht, wie sich mehrfach bestätigt hat. Es hat mich verzaubert, dieses Buch. Wir kommen hier Benno, den kleinen Bruder von Luzi, vorgestellt, und die zwei Kinder reisen oder ziehen mit ihren Eltern in eine ganz alte Villa. Und diese Villa birgt Geheimnisse. Und hinter die kommen Benno und Luzi ganz schnell mit ganz viel kindlichen Charme und mit ganz viel kindlicher Neugierde und Abenteuerlust. Und zwar befindet sich irgendwo in der Nähe eine Duftapotheke. Und in dieser Duftapotheke befinden sich Dufttränke, die ganz viel auslösen. Und wie die Kinder an diese Duftapotheke kommen und welche Bösewichte da vielleicht noch warten, das erfahren wir hier. Mir hat das erste Buch so gut gefallen, weil es sehr magisch war. Es hat so Spaß gemacht, mit den Kindern auf diese Entdeckungsreise zu gehen, wie sie sich gewissen Leuten in den Weg gestellt haben. Ich möchte gar nicht so viel verraten. Das war einfach toll, das war magisch, das hat ganz viel Spaß gemacht. Es ist einfach wunderschön aufgemacht, mit ganz viel Liebe. Den ersten Band habe ich gar nicht hier, weil ich ihn auf der Arbeit direkt gelassen habe, weil ich mit den Kindern da immer ab und zu mal was draus lese. Und ja, allein in diese alte Villa einzutauchen mit dem einen oder anderen Geheimversteck, das war ganz toll. Und es passieren auf jeden Fall ominöse Dinge in der Nachbarschaft. Und Luzi und Benno wollen dem auf den Grund gehen und den Leuten helfen. Und ja, inwieweit das klappt. In dem zweiten Band gehen wir dann ein bisschen auf Reise. Es wird ein bisschen abenteuerlustiger, aber natürlich kann ich jetzt nicht so viel zum zweiten Band sagen, wenn ihr das erste nicht gelesen habt. Nur so viel, es lohnt sich. Die Geschichte war spannend. Ich freue mich auf den dritten Teil im Herbst. Und damit halte ich es kurz, weil es gibt zu den Büchern bald ein Special. Da erfahrt ihr dann ganz genau, worum geht es in der Geschichte nochmal. Was war so toll? Und haltet die Augen offen. Das war mein Lesemonat. Ich
habe es so geliebt. Ich freue mich auf die kommenden Wochen. Ich freue mich auf so viele neue, tolle Bücher. Und was war euer Lese-Highlight im Februar? Gab es eine Neuerscheinung, auf die ihr euch total gefreut habt? Würde mich wirklich interessieren. Und ansonsten, was ich noch gar nicht erwähnt habe, weil ich habe das Gefühl, ich packe hier so viel rein, diesen Lesemonat gerade, was eigentlich da gar nicht hingehört. Aber wir sind über 500. Vielleicht sind wir noch über 500, wenn dieser Lesemonat online kommt, weil bei mir verschwinden auch gerne mal ein paar Leute, was vollkommen okay ist. Ich glaube, das kennen auch alle. Und es ist unfassbar. Ich begreife das nicht. Ich hab da gesessen. Ich habe länger nicht mehr auf die Abos geguckt. Und dann habe ich so, 500? Nein. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Es ist einfach toll, weil es natürlich toll ist, wenn ihr Bock habt, mit mir euch auszutauschen. Und umso mehr Input gibt's und umso bunter wird das Ganze hier. Und es wird auf jeden Fall ein Abonnenten-Special geben, ein Gewinnspiel und ein kleines Special zu diesem 500. Ich hoffe auch jetzt bald die nächsten Wochen, nein, ganz sicher in den nächsten 2 Wochen. Und guckt da mal vorbei und da werde ich mich euch ein bisschen bei euch bedanken. Und vielleicht wird auch wieder ein Gewinnertänzchen dazu kommen. Ja. Wenn ihr Videovorschläge habt und auch an alle, die neu dazugekommen sind, hi! Unglaublich, dass ihr euch mein Geschnacke anhört und manchmal auch sogar bis zum Schluss. Wow! Und wenn ihr Bock habt, mir Videovorschläge dazulassen, würde ich mich mega, mega freuen. Ansonsten bleibt bunt, ihr Lieben, genießt die Sonne und hoffentlich seid ihr alle gesund da draußen und habt den Kopf frei fürs Lesen und für alle tollen anderen Dinge in eurem Leben. Bis bald!